Glaubensstifter heißt für mich, in Diskussionen mit Familie und Freunden, die der Kirche nicht mehr so nahe stehen, nicht einzuknicken, sondern zuzuhören und ihre Bedenken ernst zu nehmen und sie dann aber auch einzuladen an Orte, wo Kirche sehr lebendig und jung ist. Ich werde zum Glaubensstifter, wenn ich versuche, über meinen Glauben zu sprechen mit anderen, und zwar in der Art und Weise, dass Leute das auch verstehen. Ich übe das so relativ oft mit meinen kleinen Kindern, dass wir da so mal eine Kinderbibel zur Hand nehmen und ich versuche, das weiterzugeben, was mir selber wichtig geworden ist. Wenn ich zum Beispiel an Gottes Liebe glaube und den Menschen genauso begegne als Ebenbilder Gottes, zum Beispiel einen Wohnungslosen auf der Straße ebenso herzlich begrüße wie einen guten Bekannten. In meiner Familie den Glauben zu teilen und an meine Kinder weiterzugeben. Von den eigenen guten Erfahrungen, die man mit Gott gemacht hat, anderen Menschen weiterzuerzählen. Wenn ich in unserer kleinen Gemeinde, unserem Dorf, ohne Priester nach neuen Wegen suche, wie wir von Gott erzählen können und wie wir die Menschen mit Gott in Verbindung bringen können. Ja, für mich bedeutet, ein Glaubensstifter zu sein, gerade in einer aktuellen Zeit, in der das Image von Kirche ja oftmals negativ behaftet ist, meinen Mitmenschen zu zeigen, wie cool es doch ist, einen Glauben zu haben, wie cool es doch ist, diesen Glauben auszuüben.